Bist du bereit? Ja, klar. Ja, hallo zusammen. Hallo bei Tom Koch. Eine super Plattform. Da würde ich unbedingt jeden Tag 5-mal vorbeikommen. Ein herzliches Willkommen zu Tom kocht. Heute mit extra dämlicher Tom kocht Kochmütze. Und außerdem heute mit ordentlich Feuer unterm Arsch. Ach, lame. Feuer! Na gut, abgesehen von dem ganzen Scheiß gibt's heute ein leckeres Ragout und Creme Brûlée. Für das Ragout-Rezept habe ich mich mal wieder bei diversen Internetquellen und Kochbüchern bedient und mir daraus ein Rezept gebastelt, das ich hier quasi live on tape für euch zubereiten werde. In der Hoffnung, dass dabei nicht die Küche explodiert. Ja, Ragout ist zwar ziemlich lecker, aber eigentlich ziemlich langweilig. Deswegen werde ich das Ganze heute flambieren. Die Ragout-Portion wird für ungefähr 4 Leute reichen. Und die Creme Brûlée aus Mangel an Schälchen immerhin für 2 Personen. Ausgegeben habe ich für dieses Rezept viel Geld. Wie immer könnt ihr das Rezept aber sehr viel günstiger kochen, wenn ihr nicht so wie ich durch den Supermarkt geht. Und zwar mit dieser Handbewegung. Und für dieses lebensgefährliche Zwei-Gänge-Menü benötigen wir Öl, Margarine, Butterschmalz, Butter oder das Zeug hier. Ich probiere das mal. Thymian, Zwiebeln, ja, da freue ich mich schon wieder drauf, Knoblauch, ein paar Tomaten, Tomatenmark, Lorbeer, Salz und Pfeffer, so ein paar Kräuter und so ein schönes Stück Rindfleisch aus der Schulter. Ja, ihr habt es schon bemerkt, das ist Fleisch. Kein Erdbeben, diesmal ist ja merkwürdig. Das hat die Kuh nicht verdient. Für die Creme Brûlée kommt noch hinzu Milch, Sahne, so fettig wie möglich, eine Zitrone, Eiers und echte Vanilleschote. Am besten von einem Mittelaltermarkt. Sehr viel günstiger als im Supermarkt. Dann noch feiner Zucker. Und außerdem gibt es zum Ragout heute noch schöne Bandnudeln. Ach ja, fast vergessen. Wir brauchen ja noch was zum Flambieren. Und da habe ich mal eben 80%igen Strohrum gekauft. Da fällt er schon selber besoffen um. Ja, das sind nochmal alle Zutaten im Überblick. Und weil ich ganz schön schwitze unter meiner neuen Mütze, fangen wir jetzt erstmal mit den Zwiebeln an. Wie immer. Ja, die Zwiebeln. Meine Lieblinge. Aber diesmal war ich klug. Ich hab nämlich auf euch gehört. Ihr habt mir schon so viele Tricks vorgeschlagen, wie man vom Zwiebelschneiden kein Pipi in die Augen kriegt. Und das Bescheuertste davon habe ich mir diesmal rausgesucht. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Au, das drückt ganz schön. Könnte allerdings sein, dass das noch nicht reicht. Deswegen, Ich weiß nicht, ob man mich schon verstehen kann. Oh, jetzt fangen wir an, wie wir zählen. Alter, für die Aktion. Alter, für die Aktion sag ich aber am Ende des Videos irgend so einen Spruch wie, klick mich oder fick dich. Scheint aber zu funktionieren. Außer, dass die Brille dabei total beschlägt. Und ich überhaupt nicht sehe, wo ich hinschneide. Das kann böse enden. Böse enden? Ja, mal abgesehen von schlechten Gags, es funktioniert wirklich, aber wie gesagt, dieser Tragekomfort ist nicht wirklich gegeben. Das ist irgendwie drückt das alles und mit der Sonnenbrille da drunter ist es sowieso ganz schön scheiße. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich mach's mal wieder ohne. Autsch. Ich glaube, in Zukunft werde ich beim Zwiebelschneiden einfach das beherzigen, was auch mal einer von euch gepostet hat. Ich werde es ertragen wie ein verdammter Mann. Naja, oder dabei so viel jammern wie Herr Tutorial, wenn er einen Abonnenten verliert. Fertig. Ja, die Zwiebeln habe ich erstmal in so ein Ding reingetan. Und als nächstes schneiden wir das So ganz ohne Erdbeben geht's doch nicht. Ja, was die Brockenstärke bei sowas angeht, da kann man geteilter Meinung sein. Viele sagen, man sollte das in etwas größere Stücke schneiden, aber ich finde, Ragout ist immer so ein bisschen kleiner und feiner als zum Beispiel Gulasch. Und in entsprechend kleine Stücke werde ich das auch schneiden hier. Interessante Maserung, fast wie bei einem Baum. Das Rind war 130 Jahre alt. Habe ich gezählt. Ich würde es also ungefähr so machen. Erstmal so schöne, feine Stegstreifen und dann
würfeln. Das Fett muss übrigens dranbleiben. Tja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege bei dem Anblick echt schon Appetit. Und das sieht echt super, super lecker aus. Wer von euch übrigens aus der ehemaligen DDR kommen sollte und denkt so, hey, was redet Tom denn da? Ragu, das ist doch Würzfleisch. Da kann ich nur sagen, ja, ihr habt recht. Ragu ist auch nichts anderes als ein feiner Begriff, westlich geprägt, für Würzfleisch. Zumindest sagt das Wikipedia und Wikipedia hat immer recht. So. Übrigens ist es gar nicht schlecht fürs Fleischschneiden, auch tatsächlich hier so ein Fleischmesser zu nehmen und das gerade gesehene Keramikmesser ausschließlich für Gemüse zu verwenden. Warum, kann ich euch allerdings auch nicht sagen. Ist mir auch egal. Und ich klinge schon wieder vollkommen wie ein Vollidiot. Cool. Tja, wenn das mal nicht aussieht wie lecker Schappi. Es schmeckt aber sehr viel besser, glaubt mir. Ich habe Schappi gegessen. Ihr wollt wissen, warum? Sag ich nicht. Ja, dann können wir auch schon die gewaschenen Tomaten schneiden in kleine Stücke. Und diesmal lasse ich tatsächlich auch Haut und Kerne dran. Nicht, dass es wieder heißt, ach, Tom, du hast das Beste weggeschnitten. Nee, nee, diesmal nicht. Diesen komischen Strunk schneide ich auch wieder V-förmig raus. Denn wie ich mir habe sagen lassen, von euch übrigens, macht der ganz dolle Krebs. Und das wollen wir ja nicht. Obwohl die Raucher unter uns wahrscheinlich andere Probleme haben als Tomatenstrünke, aber bitte. Ganz lustig bei Tomaten und Paprika übrigens auch ist eigentlich, dass die Schale absolut unverdaulich ist. Das heißt, falls ihr morgen auf dem Klo sitzt, ne, hier schön lecker Ragu gegessen habt und merkwürdige rote Bröckchen in eurem Kot feststellt, keine Angst, das ist normal. Wer hat da gerade gesagt, das wäre unappetitlich? Kann ich überhaupt nicht verstehen. Muss ja auch mal angesprochen werden, sowas, ne? So, fertig. Jetzt nochmal fix den Knoblauch fertig gemacht. Ganz fein hacken und ruhig schon mal über die Tomaten drapieren. So, dann, ja, warum nicht, schon mal ein paar Kräuter drauf hier. Eigentlich würde Petersilie reichen, aber ich habe hier jetzt sogar 8 Kräuter, wow. Und den frischen Thymian hacken. Puh, das riecht würzig. So, sieht ja schon mal so ganz gut aus. Eine Sache fehlt aber noch. Das Lorbeerblatt. Zu Tisch. Naja, zumindest fast. So 2-3 Schritte fehlen noch. Und jetzt, ja, Schleichwerbung. Bin ich mal gespannt, was das so bringt hier. Hm, riecht auf jeden Fall schon mal nach Butter. Parfümiert. Ja, ein bisschen mehr. Doch. So, die Kuh ist in der Pfanne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe diesen Anblick einfach. So viel tote Kuh in einer Pfanne. Ach, es ist einfach wunderschön. Ja, vielleicht war das jetzt auch ein bisschen viel auf einmal. Wahrscheinlich wird jetzt ein bisschen Fleischsaft auslaufen. Das Ganze wird erstmal kochen statt braten. Aber auch das verflüchtigt sich irgendwann. Und wenn es gutes Fleisch ist, läuft sowieso nicht so viel Saft aus. Ich war mal ganz klug und habe den Fleischsaft ein bisschen rausgekippt aus der Pfanne. Den können wir gleich noch benutzen. Und ich denke, jetzt ist die Zeit gekommen, um den Fleisch mal ein bisschen einzuheizen. So, ein bisschen Stroh rum. Und tschüss. Motherfucker! Okay. Das riecht aber sprittig jetzt. Oh, schön. Ach komm, das war cool. Ein bisschen noch. Brennendes Fleisch! Brennendes Fleisch! Okay, inzwischen sollte das Fleisch auch durchgebraten genug sein. Und deswegen kommt es jetzt hier erstmal zu dem Fleischschaft in den Bottich rein. Und alles links und rechts. Warum auch nicht? Als nächstes die Pfanne wieder heiß werden lassen. Trägermaterial drauf. Und rein mit den Zwiebeln schon. Und bloß nicht den Zucker vergessen. Ja, die braten jetzt ein bisschen an. Wie ihr am Anfang ja gesehen habt, ich habe tatsächlich Stefan Marquardt getroffen. Na gut, das war kein Zufall, er war in Oldenburg und da habe ich mir gedacht, hey, gehst du doch mal hin, guckst ihn dir mal an und der Mann ist wirklich nett. Also garantiert einer der echteren TV-Köche. Und wenn Tim Melzer nicht aufpasst und ein bisschen lieber zu mir ist, wenn ich in seinem Garten zelte, dann muss er sich wirklich vorsehen, dass er nicht den Platz 1 in meinem Herz abgeben muss. Nee, ohne Scheiß, Stefan ist eine echt coole Sau. Und falls ihr mal die Gelegenheit habt, ihn irgendwie zu treffen, wenn er in eurer Stadt mal kochen sollte oder so, geht ruhig mal hin, lohnt sich. Wenn die Zwiebeln durch sind, sprich etwas Farbe bekommen haben, dann, ja, ich weiß, klingt merkwürdig, aber braten wir so ein bisschen Tomatenmark mit an. So viel sollte genügen. Umrühren und nach kurzem Mitrösten, sprich bevor es merkwürdig riecht, dieses Zeug hier mit rein. Und ja, ich koche heute schon wieder mit Peggy Bundy Gedächtniszigarette.
Warum nicht? Nachdem wir heute schon über Kacke geredet haben, kann euch das den Appetit auch nicht mehr versauen. Das riecht aber fein. Doch, dann wird das Ganze gesalzen. Und natürlich gepfeffert. Und nochmal umgerührt. Ja, ich kann mir nicht helfen, es riecht schon recht würzig. Und wenn ihr meint, oh, jetzt könnte das Ganze vielleicht doch etwas trocken werden, kommt das Fleisch wieder mit rein. Mit dem schönen Bratensaft. Außerdem noch ein Glas Wasser. Und jetzt muss das Ganze 2 Stunden vor sich hin blubbern. Und zwar zugedeckt. Ja, ich habe leider keinen Deckel für diese Pfanne. Fällt mir gerade ein. Ich bin ein Vollidiot. Aber dafür haben wir ja was im Haus, ne? Kleine Umfüllaktion hier. Nicht zu viel daneben. Gut. Auf kleinste Flamme stellen. Das war aus. Scheiße. Auf kleinste Flamme stellen. Deckel drauf. Und 2 Stunden warten. Spätestens jetzt könnte man mal langsam mit der Crème Brûlée anfangen. Das hätte man auch eigentlich schon 2 Stunden vorher machen müssen. Scheißegal, 2 Stunden sind ganz schön lang, deswegen machen wir jetzt erstmal was anderes. Herzlich willkommen, liebe Leute, zur Geschichte des Flambierens. Ja, so macht das Spaß. Die Geschichte des Flambierens begann zur Zeit der Inquisition, als die katholische Kirche nämlich bemerkte, dass Hexenflambierte viel, viel knuspriger sind. Das machte man damals aber nicht wie heute mit einer Lötlampe, sondern mit einer alten brachialen Fackel. Diese schöne Tradition geriet aber leider in Vergessenheit, bis dann am 6.6.1944 die GIs in der Normandie landeten und dort feststellten, dass auch Deutsche viel knuspriger werden, wenn man Feuer an sie ranhält. Nur damals tat man es mit einem Flammenwerfer. Und wieder wurde das Flambieren für eine lange Zeit vergessen, bis zum 11. September. Dort war es... Kommen wir zu Crème Brûlée. Tom Koch. Und dafür fangen wir erstmal mit dieser wunderschönen Vanille an. Für 4 Personen reicht locker ein so ein Teil. Da wir aber nur für 2 Personen machen, schneide ich das einmal durch. Dann einmal vorsichtig aufschlitzen und dann können wir das Mark rauskratzen. So, teures Mark. Das legen wir jetzt erstmal zur Seite und dann kommen die Zutaten in die Schüssel. 200 Gramm, genau, Sahne. Circa 70 Milliliter Milch. Sehr cool, dass der übrigens bei 250 anfängt hier. Nehmen wir den. Also, 70 Milliliter, so ungefähr. Und 3 Eigelbe, die wir natürlich erstmal raustrennen müssen. Und zwar so. Ist ziemlich simpel. Da hängt noch das halbe Huhn dran, ey. Das unausgeschlüpfte. Und wupp, wupp, wupp. Ey, das ist viel gelber, das Eigelb, als das andere. Riecht aber auch okay. Dann hier in die Schüssel rein und das Ganze verquirlen, sodass es eine ordentliche homogene Masse ergibt. Auf unverquirltes Eigelb sollte man übrigens niemals Zucker streuen, weil das so kleine Kügelchen ergibt, die man nie wieder wegkriegt. Oh, okay. Ein lustiges Geräusch. Ja, okay. Ich kann damit gar nicht aufhören, das ist so lustig. Dann wiege ich noch so 40 Gramm Zucker ab. Reib hier noch ein bisschen Zitronenschale rein. Wie viel eigentlich? Ach, wahrscheinlich nicht allzu viel. Das sollte genügen. Das teure Mark rein. Und den Zucker oben drauf. Und schön rühren. Mal probieren. Heidewitzka ist schon ganz schön lecker. Okay. Das Ganze muss jetzt aber erstmal so mindestens 1/2 Stunde vor sich hinziehen. Also, kleiner Zeitsprung. So, 1/2 Stunde ist vorbei. Und jetzt können wir das in unsere Schüsselchen umfüllen. Und zwar vorsichtig. Ja, vielleicht noch ein bisschen dabei rühren. So. Och, jetzt haben wir was übrig. Mist. Tja, und was machen wir jetzt mit dem Rest? Das ist super. Da fällt mir ein Rezept für einen lecker Cocktail ein. Okay, als nächstes nehmen wir uns unseren Auflauf vor. Kippe da reichlich kochendes Wasser rein. So. Und lassen unsere Schälchen vorsichtig zu Wasser. Gut, das kommt jetzt in einen vorgeheizten Backofen. Bei geringer Hitze, 150 Grad, sollte es nicht überschreiten. Und da bleibt das jetzt so 50 bis 55 Minuten drin. So, jetzt bin ich gespannt. Die Creme sollte jetzt leicht gestockt sein. Die nehmen wir da jetzt raus, tun sie für 2 Stunden mindestens in den Kühlschrank und dann kommt das Finish. Oder vielleicht auch das Schwedisch. Ah, ah. Hammer-Gag.
Und so sieht das Ragout nach ungefähr 2 Stunden aus. Das Lorbeerblatt könnten wir noch rausholen. Ach, au! Und abgeschmeckt. Ja, was soll ich euch sagen? Fehlt Salz. Das ist jetzt echt kein Scherz. Also, es fehlt wirklich Salz. Wenn ich sage, es fehlt Salz, dann fehlt wirklich Salz. Aber da kann man ja nachhelfen. So, okay. Nochmal umgerührt, dann holen wir noch die Creme Brûlée aus dem Kühlschrank und dann würde ich mal sagen, zu Tisch. Aber zuvor noch eine Sache. So, ungefähr einen Esslöffel Zucker über die Creme Brûlée. Bisschen gleichmäßig verteilen das Ganze. Und dann wird das Ganze schön zusammengelötet. Ja, aber doch nicht so. Das sieht doch irgendwie cool aus. Nein, warte. Okay, ganz schön gefährlich das Ganze. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, warum das passiert, aber gut. Lass mir es ein bisschen braun werden. Das sollte reichen. Schön karamellisiert. Vielleicht ein Ticken zu braun geworden. Ach, aber wie es riecht. Lecker. So, erstmal gemütlich machen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, zugegeben, es sieht ein klein wenig aus wie Hundefutter. Aber es schmeckt wirklich geil. Okay, es erinnert ein ganz klein wenig an Gulasch und vielleicht hätte man auch noch Pilze reintun können. Aber an und für sich ist das ein Gericht, das ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Tja, und was den Nachtisch angeht, die Creme ist sehr gebrühlt. Mal schauen, ob sie auch schmeckt. Also das ist fantastisch. Das ist wirklich, alter Kacker. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, diese feurige Folge hat euch ein bisschen Lust aufs Nachkochen gemacht. Bleibt mir nur noch zu sagen, passt auf mit Feuer in der Wohnung und macht sowas auf keinen Fall. Ausgepustet. Ah, tschüss.